Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zur Yokai-Watch, Part Nummer 42. Ja, im letzten Part haben wir eine Ritterrüstung besiegt, die von einer Maus beseelt wurde, wenn man so will, gell? Wo wirklich einfach nur Maus hieß, keine Ahnung. Und ja, sind damit jetzt hier auch in dem Bereich fertig. Freddy ist einfach nach Hause gegangen, hat sich gedacht, ja gut, blöde Maus, kein Bock, ich geh wieder. Und jetzt haben wir hier unseren Portal, der uns bestimmt wieder rauslässt hier. Vielen herzlichen Dank, dass ihr diese schreckliche Maus befreut habt. Eigentlich kann ich wieder ruhig schlafen. Nacht für Nacht hat diese schrückliche Nager an mein Gesicht geknappert. Okay, das reicht jetzt aber. So wie sie weggelaufen ist, kommt die ganz bestimmt nicht wieder, glaube ich. Aber zum Glück kann sie sich nun nicht mehr durchs ganze Museum nagen. Ich kann euch wirklich nicht oft genug danken. Es wird zwar nicht reichen, aber ich könnte mich eher um Hilfe bitten. Kriege ich deine Medaille? Yay! Ein Spiegel. Wir haben einen Spiegel in der Party. Portalex. Okay, Portalex. Egal, ich spreche trotzdem gerne, weil er die Zunge rausstreckt. Nein. Passt so. Man darf halt auch echt nicht vergessen, dass man auch immer noch Yokais durch die Story automatisch bekommt, gell? Ich pack's übrigens wieder mit seinen Händen einfach so rum, wie das so. Ja, so ist es halt. Wenn ihr zufällig einen Portalex da draußen trefft, sprecht mit ihm. Wenn Portalex mache ich, kann er euch zu weiteren Portalexen teleportieren. Sagt ihm einfach, wohin ihr wollt und wir bringen euch dorthin. Das ist doch genau die Schnellreise, die ich mir gewünscht habe. Sehr schön. Teleportiere mit Hilfe von Portalex. Portalex reise in Sekundenschnelle quer durch die Stadt. Dankeschön, Dankeschön. Ist genauso wie bei Ni no Kuni. Sehr schön. Whisper. Benutze Portalex, um dich an verschiedene Orte in der Stadt zu teleportieren. Sprich unbedingt jeden Portalex an, damit dir die Stadt ganz offen steht. Achso, wir müssen den wecken und dann haben wir den... Okay, alles klar, okay. Dann können wir dahin porten. Aktiviere jeden Portalex, um große Distanzen schnell drücklegen zu können. Das klingt wunderbar. Warte. Davon machen wir auf jeden Fall Gebrauch. Ja, das ist klasse, danke. Lass uns raus hier, Undead. Ich will meinen Bericht über die Widerlegung des Übernatürlichen schreiben. Es ist, als würde ich nicht existieren. Du weißt, was er meint. Und die Leute können Yokai doch eh nicht sehen. Also, er kann mich ja gerne erforschen, wenn er dafür an mich glaubt. Ich meine, komm schon, es ist, als wäre ich irgendein Geist. Du bist ein Geist. Ach, schön, schön. Und jetzt nicht mehr so ewiges Rumgeirre, sondern wirklich jetzt absolut gefolgtes Suchen nach diesen Portalex, damit man schön überall hinporten kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich eben die Musik kurz gehört habe, musste ich an, also dieses Trommeln, musste ich so ein bisschen an, wie heißt noch, Taiko no Tatsujin denken, Taiko Drum Master. Und ja, da hatte ich einen kleinen Spoiler bekommen wegen dem zweiten Teil, aber es ist nur wegen der Musik. Der Anfang Trommelmusik, die ist auch bei dem Spiel mit dabei, deswegen. Und es hat auch was mit dieser Party zu tun hier, mit der japanischen. Und vielleicht ist es ja normal, dass es den Sound gibt. Gell? Sieh dir die ganzen Essensstände an. Oh, sind das ein paar Mini-Krapfen? Ha, lecker. Und Undead, guck mal, Hot Dogs. Ja. Ich lasse dich einfach hier. Oh, Goldfische. Ja, wie er sich freut. Das ist einfach schön. Oh, hast du ein Souvenir gekauft oder was? Oh, okay, da hat noch mehr gefunden. Hey, habt ihr von den sieben Schulmützen gehört? Ja, sie sind total bekannt, Bär. Es gibt das selbstspielende Klavier, das lebendige Anatomieskelett. Unentrinnbare Treppen, tanzende Bronzestatuen, typische Schulhofmythen.
Die kenne ich doch, aber das sind nicht alle mystischen Mysterien der Schule. Habt ihr von den komischen Stimmen gehört, die Leute nachts hören? Angeblich sagen sie, spielst du mit mir? Gruselig. Yay, da ist ja noch mehr. Ich könnte mal da hinten rüben gucken. Wer hat dir das denn erzählt? Davon habe ich noch nie gehört. Also eigentlich ist das ein Gerücht, das in letzter Zeit herumgeht. Ein Lehrer hat sie gehört, aber es war spät. Man wird müde und hört Sachen. Klar ist das eine... Ist das eine Erklärung? Aber warum hast du die 7 Mysterien überhaupt erwähnt? Weil ich dachte, dass das jetzt genau die richtige Zeit ist, um ihnen nachzugehen. Was meinst du damit? Oh, und da drüben ist auch noch viel Stoff. Ja, schön. Muss ich dann später alles erklären, was die Sache ist, gell? Naja, das Feuerwerk geht bald los, oder? Denk mal nach. Ich meine, wir können von Schuldach aus zugucken, Limo trinken, das wäre klasse. Aber du willst diese speziellen Gerüchte nachgehen, habe ich recht? Naja, es liegt ja auf dem Weg und so. Was meint ihr? Sollen wir nachsehen? Was sollen wir machen? Feuerwerk vom Dach aus? Ziemlich schwer abzulehnen. Klasse, wir machen's. Treff mich an der Schule, das wird super. Ich gehe schon mal vor. Dam, 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 da, dam, dam, da, dam. Na gut, dann ist das wohl der Plan. Auf zur Schule, Whisper. Hey, warte auf mich, Undead. Ich habe noch gar nicht ausgetrunken. Die Mutprobe. Ah ja. Aber ich denke mal, dass wir jetzt wieder ein bisschen mehr Nebensachen machen, sofern wir dürfen. Auf jeden Fall alles schön geschmückt hier. Und ganz viele NPCs, mit denen wir reden könnten, theoretisch. Erstmal mit unserem... Ah, hey du, wach mal auf. Vielen Dank, dass du mich gefunden hast. Benutzt man die Spiegelwelt, kann man ihn nur überall hinreißen. Feuer ist aufgewacht, jetzt kannst du dich hierher teleportieren. Sehr schön. Könnte ich jetzt teleportieren, wenn ich irgendwo einen hätte, gell? Ich könnte zum Museum, okay, alles klar. Ja, das ist schön. Aber irgendwie kommt er mir vor, als wäre er nur 15 Frames. Der wirkt irgendwie ruckelig, kommt mir so vor. Seht ihr, ich bin flüssig, aber eher... Keine Ahnung. Der lebt halt in seiner eigenen Geschwindigkeit, sag ich mal. Wenn man so will. Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich jetzt gerne machen wollen würde. Und zwar wirklich hingehen und überall diese, diese Portale aktivieren. Ich könnte sogar jetzt hier Münzen abgeben, aber die habe ich schon abgegeben heute. Deswegen, nicht wundern. Zumindest von dem Tag an, wo ich die Folge aufnehme, natürlich, nicht vergessen. Da, 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 di, da, da, da. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen in den Wald, oder? Nicht immer genau dahin, wo wir hin sollen, sondern einfach mal ein bisschen wieder rumsuchen. Vielleicht auch mal wieder zu unserem Master Sen gehen, gell? Wie ich hier hochkomme, weiß ich immer noch nicht. Weil da ist echt kein Weg. Das ist halt echt nur hier eine Brücke. Und hier oben, das ist irgendwie komplett Wald. Oh, ein B-Rang-Yokai. Den haben wir denn hier? Na, da. Das ist wie ein großer Yokai. Ist echt nicht leicht hier zu fangen, so merke ich. Oder es liegt nur an mir. Kann auch sein. Was bist du denn für einer? Ui. Ein Rinfanterist, okay. Also anstatt Infanterist, Rinfanterist, okay. Sehr schön. Neuer B-Rang-Yokai. Was könnte der denn essen wollen? Mag der vielleicht ein Bambussprosse? Als Insekt so? Ja, okay. Kann das sein? Schmeckt das gut? Ja, siehst du doch, dass es gut schmeckt, oder? Ich glaube nicht, dass man einzeln anpinnen muss, aber einfach nur zur Gewohnheit, dass ich mich dran gewöhne.
So. Ja, der hat gut HP, gell? Ja, der hat wirklich gut HP. Aber 3 gegen 1 ist jedenfalls ein kleiner Vorteil dann. Ich muss dann gucken, dass ich General austausche mit dem. Achtung. Na. Das hat auch geklappt, okay. Solange er noch nicht umgefallen ist, können wir noch anpinnen. So. Na, alles klar. Jetzt am Ende sowieso bei jedem. Oh, er kommt sogar direkt mit. Sehr schön. Ja gut, wir haben ihn auch was gefüttert, was er sehr mag, gell? Dass ich so auf einen Gegner treffen würde. Ich folge dir gerne in den Kampf. Natürlich anfreundend. Vor allem B-Rang, gell? Oh ja. Ja. Also mit dem Namen hat es sowieso erledigt, so ein bisschen. Ich wüsste nicht, welchen Namen ich dir geben soll, aber schön. Wisst ihr, das ist mir immer, sage ich mal wieder, immer schön. Zum ersten Mal Yokai gesehen und sofort bekommen. So, aber es kann natürlich auch alles nur Glück sein. Es kann ja vielleicht auch sein, dass ich schon andere hätte haben können, die ich überhaupt nicht kriege. So, und gerade weil der neu und B-Rang ist, möchte ich mal ganz kurz gucken, was für Fähigkeiten er hat. Und vor allem, der ist ja schon direkt Level 30. Das habe ich auch nicht vergessen. Blockbrecher. Angriff umgeht gegnerische Blockeffekt. Das ist sehr gut. 80 Standardangriff, das ist wirklich viel, ja. Weil man im Vergleich zu meinem, warte mal. Portalik muss ich glaube ich auch noch gleich mal gucken. Wo ist er denn gerade? Ich suche gerade unseren. Der macht 50, der macht 80 Schaden. Das ist ja krass. Hornsuperstoß, rast mit mächtigem Horn in einen Gegner, fügt viel Schaden zu, ja. 150, steigert sogar noch den Damage vom, vom General. Macht aber nur, glaube ich, auf einen Gegner, steht das hier. Also nicht Multi, sondern einen, aber das macht der General ja auch. Dann hat er sogar Bergsturz mit 15, was okay ist. Rhino-Energie verleiht einen Freund die proportionale Stärke eines Nashornkäfers. Der gefällt mir. Bin ich ganz ehrlich, der gefällt mir gut. Der hat zwar wenig Geist, was ja nicht unbedingt interessant ist, und Tempo ist ja auch nicht so, aber der ist Damage-Tank, wenn man so will. Den würde ich sogar gerne reinpacken. Weißt du, ja, warum auch nicht? Komm, warte mal, das machen wir mal direkt. Ich meine, klar, da ist es auch extra nochmal stark, deswegen, weil er ja Level 30 ist, aber ich meine, warum auch nicht? Warum nicht? Warum auch nicht? Ja, ja gut, Tagebuch können wir auch noch machen, dann speichern wir es einfach mal ab, direkt, ja. Dass wir den bekommen haben. So, dann schmeiße ich leider den General raus. Selten muss es immer gleich super gut sein, aber sein Ulti-Seel ist halt nicht schön. Das ist halt immer der Gedanke. Wobei, warte, stopp, stopp. Muss er immer erst hier sein Item abwerfen, gell? Ist ja leider so. Entfernen. So, dann packen wir ihn mit rein. Genau. Gucken wir ganz kurz, was Portalex nochmal kann. Wartet mal. Nur die Werte gucken. Spiegelkörper. Reflektiert den halben Technikschaden auf Gegner. Das ist auch nicht schlecht. Und man sieht auch, er ist sehr Geist, sag ich mal. Körperknaller. Absorption. Was okay ist, weil macht vermutlich auch halt sich selber damit, meine ich damit. Hereinspaziert. Ruft einen zufälligen Geist aus der Spiegelwelt zum Kampf herbei. Das ist auch interessant, okay. Heißt, ist es so eine random Ulti-Seel-Attacke oder was? Das könnte ich mir sogar vorstellen. Und Spiegelkraft. Seine mysteriöse Spiegelkraft stärkt Geist eines Freundes. Ja. Ich mag auch, dass der so ein Detail hat, dass er auch hinten irgendwie. Der ist wie so ein Spiegel, der mal irgendwie in die Wand hängen könnte oder sowas, gell? Okay. Und schon mal einfach mal direkt einen starken Yokai bekommen, gell? Warum auch nicht? Da. Aber wie gesagt, ich will trotzdem mal kurz gucken, ob es da vielleicht hinten auch noch irgendwo einen. Wobei es eigentlich egal wäre, wenn ich dann irgendwie sowieso dann hin muss, dann kann ich mich ja hinporten, gell? Wenn es danach geht. Aber ich bin halt neugierig jetzt. Bittere Medizin, sehr schön. Kann man immer gut gebrauchen.
Besonders wenn auch mal ein Yokai drauf geht, das haben wir zwar nicht oft, aber wenn es passiert, dann passiert es halt direkt. Ja. Hier ist Rang C. Das war's nicht, gell? Was ist das hier? Ne, hier auf dem Boden. Wen haben wir denn da Feines? Ich erkenne es nicht so wirklich. Hat einen Stachel auf dem Kopf oder was? Achso, das war unser Pain. Okay. Na, komm mal her, Pain. Mit Simple. Ja gut. Ist ja klar, dass Simple auch mal wieder irgendwo vorkommt, gell? Da, vielleicht für die Muskeln oder so, gell? Keine Ahnung. So, einfach mal sein Ultiseel einsetzen. Geht aber mal sehen. Sag mal her. Oh ja, okay. Und hat natürlich nicht getroffen, weil der Gegner gerade dem besiegt wurde. Gleich nochmal. Wenn die Seele kommt, warum auch nicht, ja. Ja, einfach mal direkt down. Ja, gefällt mir gut. Vor allem, der funktioniert auch so ein bisschen als Tank, weil er halt auch gute Verteidigung hat. Er ist vielleicht nicht der schnellste, aber das mit der Geschwindigkeit habe ich so nicht so ganz verstanden. Oh, Trainingshandeln bekommen. Lass mich raten, nur für Pain benutzbar, aber kann man trotzdem mal angucken. Gehen wir mal am besten mal auf die Ausrüstungen hier, da ist es ein bisschen schneller. Oder? Nee, wo sind die denn? Die Handeln. Hä? Weil wo sind die Handeln? Handel. Da sind sie. Achso, zum Fusionieren. Training mit diesen schweren Handeln wird dich stärker machen. Ein Fusions-Item. Okay, interessant. So, warte, wisst ihr, was ich jetzt mache? Bevor der Part zu Ende ist. Ja, ich weiß eigentlich neugierig. Wobei, ist, wenn ich schon da oben fahre, dann fahre ich noch dahin. Versuche Yokai zu ignorieren. Ob da oben vielleicht auch noch ein Portalex ist. Es kann natürlich auch sein, dass es nur von der Stadt halt fungiert und nicht in Dungeons und sowas. Ah, doch, genau. Alles klar. Passt ja doppelt gut, dann kann ich mit ihm auch gleich mal erstmal zurück teleportieren. So, Haus des Adams. Ist eigentlich egal, gell? Es ist beides selber. Vom Weg her. Ja, aber das gefällt mir, dass wir solche Portale jetzt haben. Ah, nee, zu mir nach Hause kann ich. Ach so, noch besser. Was wollte ich jetzt? Ich wollte... Achso, ja, ich wollte zum... Aber dafür muss ich Tag machen, gell? Merke ich gerade. Na komm, machen wir das doch noch. Und zwar würde ich gerne nochmal zur Post gehen und die ganzen Items abholen, die ich durch die Fotografien und sowas bekommen habe bisher. So, bis morgen schlafen hier. Sofern es überhaupt möglich ist, weil er hat mich nicht danach gefragt, ob ich Tag oder Nacht machen will. Oh, toll, okay. Okay, laut Story wird es wohl Nacht bleiben, also wird es wohl nicht gehen, Nachtmann. Na gut, dann müssen wir das irgendwann später machen. Oder ist die Post gleich doch offen? Ich guck mal kurz. Du, 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 du. Wegen dem Fest halt, dass es halt dann extra dunkel bleibt. Das war die Bäckerei. Noch einer unten. Das ist die Bankfiliale, genau. Ne, Bank war es, genau. Oder war es die Bank? Das war doch die Post. Ne, das war Werbe-QR-Code. Das war Post. Post. Oh, hier ist ja auch noch einer. Der ist überall, das ist toll, ja. Ich mag das. Nee, muss ich teleportiert werden? War die dann weiter rechts? Nee, das ist doch der Markt, oder? Nee, doch, das ist Postfial, okay. Und da können wir auch jederzeit rein, okay. Die ist offen in der Nacht. Mache ich auch noch an hier direkt. Ist schön.
Einfach jeden anmachen hier. Nein, nein, nein. So, Joker-Kamera-Preise, genau. Preise halten. Hier warten Preis auf dich, bestimmt einige, weil ich ewig nicht mehr geguckt habe. Hier ist ein Preis für den Abschluss von Knipse Bärtiger Yokai. Stärkungsglocke. Es gibt noch mehr Sachen für dich. Ja, du hast 30 Yokais geknipst, hier ist ein Preis. Ärmel hoch. Noch mehr Sachen. Hier ist ein Preis für den Abschluss von Knipse Schwimmender Yokai. 10x Fischköter, okay. Knipse Möter. Marmoriertes Fleisch. Oh, wertvolles Fleisch, gell? Du hast 40 Yokais geknipst. Oh, mächtige Medizin. Okay, ich kann mir vorstellen, dass das hier zum Full Heal Wiederbeleben da ist, gell? Knipse Yokai, charmanter Stamm. Ein hübscher Ring. Ein Herzring. Ich glaube, das wäre alles. Besuche jetzt halt wieder. Okay, alles klar, sehr schön, danke. Das andere war hier für Multiplayer, gell? Ups, nein, 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 nein. Nein, nein, hör auf, zurück. Ich will nicht online kämpfen, aufhören. Erstens werde ich fertig gemacht und zweitens, nee, ist nicht mein Fall. So, aber dann können wir ja hier direkt speichern, gell? Komm, nutze ich einfach mal zum Speichern hier. So, ja, passt. Also mir gefällt es jetzt, dass ich jetzt überall rumwuseln kann und schön die ganzen Spiegel anmachen. Das ist schön. Das ist halt, dann lohnt es sich auch irgendwo hinzulaufen. Und wenn man dann weiß, okay, man muss jetzt da und da hin. Oder zum Beispiel, ich könnte dann jetzt auch zu Meister Zen gehen beim nächsten Mal. Ist bestimmt dort auch irgendwo ein Spiegel. Das wette ich mit euch, dass es so ist. Weil sonst wäre nicht in der Post und auf der Bank dann auch noch ein Spiegel. Also überall ist bestimmt ein Spiegel. Dann können wir uns da ständig hin und her porten und müssen nicht mehr laufen. Das ist schön. Das ist sehr schön. Aber es ist auch, das ist halt immer so der Gedanke. Man hätte sowas gerne von Anfang an. Aber es ist umso besser, wenn man es halt danach freischaltet, weil dann fühlt es sich halt mehr special an. Wisst ihr, was ich meine? Sonst ist man das immer auch so gewohnt und denkt sich nur, wieso nicht? Ich meine, ich habe zwar auch ein bisschen genörgelt, gebe ich zu, aber ich finde es umso schöner jetzt, dass es halt jetzt die Möglichkeit gibt, ja. Gell, du? Ja, ich finde es auch ganz toll. Und dann, ja, dann hoffe ich halt, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Yokai Watch sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Nicht zu vergessen, immer schön die Glocke zu aktivieren bei YouTube, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und nicht vergessen, dass ich jeden Mittwoch, Freitag und Samstag auf Twitch streame, falls ihr da Zeit und Lust habt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.